Klar ist, das ist eine gigantische Aufgabe. Sie wird uns, unseren Partnern und der Ukraine außerordentliche Anstrengungen abverlangen. So groß ist die Zerstörung, die Putin mit seinem imperialistischen Krieg in der Ukraine verursacht, Tag für Tag. Es ist klug, dass wir uns jetzt über die entscheidenden Wegmarken und wichtigsten Voraussetzungen für einen gelungenen Wiederaufbau schon jetzt Gedanken machen. Deshalb wollen wir unsere Wirtschaftsbeziehungen ausbauen und alle staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte in der Ukraine einbinden. Es freut mich daher ganz besonders, dass sich so viele Vertreterinnen und Vertreter der Regionen, der Städte und Gemeinden und der ukrainischen Zivilgesellschaft heute auf den Weg nach Berlin gemacht haben. Und ich freue mich über das große Engagement der deutschen Wirtschaft in der Ukraine. Der Wiederaufbau des Landes wird massive Investitionen benötigen. Ohne privates Kapital wird das nicht möglich sein. Meine Damen und Herren, mit dieser Wiederaufbaukonferenz beginnt eine Woche wichtiger internationaler Gipfel, bei der die Ukraine immer im Zentrum steht. Lieber Wladimir, schon übermorgen werden wir uns beim G7-Gipfel in Apulien wiedersehen. Ich werde mich dort für weitreichende und langfristige Unterstützungszusagen für die Ukraine einsetzen. Im Anschluss daran werden wir mit Staaten aus der ganzen Welt zum ersten Gipfel für Frieden in der Ukraine in der Schweiz zusammenkommen. Dort werden wir uns über Grundsätze für einen gerechten, dauerhaften Frieden austauschen. Das sind noch keine Verhandlungen über ein Ende des Krieges, denn dafür müsste Putin erkennen lassen, dass er bereit ist, seinen brutalen Feldzug zu beenden und Truppen zurückzuziehen. Doch vielleicht kann ein Weg aufgezeigt werden, wie ein Einstieg in einen Prozess gelingen könnte, bei dem eines Tages auch Russland mit am Tisch sitzt. Wenn die Zeit dafür reif ist, das entscheidet einzig und allein die Ukraine. Solange aber Putin an seinen Kriegszielen erbarmungslos festhält, wird unsere Botschaft daher lauten, wir werden in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Wir stehen weiter fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Slava Ukraini.